Datei öffnen mit LibreOffice. Unter Windows 10. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie Dateien mit LibreOffice geöffnet werden können. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Im Datei-Explorer kann man erkennen, ob die Dateien, zum Beispiel Doc, DocX, ODT und OTT, von Windows standardmäßig LibreOffice zugeordnet sind. Die Dateisymbole entsprechen dann denen von LibreOffice. Dann können die Dateien im Datei-Explorer mittels Doppelklick geöffnet werden. Alternativ öffnen wir Reiter. Über das Symbol Öffnen öffnen wir die gewünschte Datei. Sind die Dateien jedoch anderen Programmen zugeordnet, kann die Datei nur über das geöffnete Programm LibreOffice geöffnet werden. Dateien wieder standardmäßig LibreOffice zuordnen. Im Datei-Explorer können wir Dateien wieder standardmäßig dem Programm LibreOffice zuordnen. Wir rechtsklicken auf eine Datei und wählen Öffnen mit und Andere App auswählen aus. Wir klicken auf Weitere Apps und wählen LibreOffice Reiter aus. Nun setzen wir noch ein Häkchen bei, immer diese App zum Öffnen von .doc-Dateien verwenden. Wir schließen LibreOffice wieder. Der Dateityp .doc ist nun wieder LibreOffice zugeordnet. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter